Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Tomb Raider 3. Ich bin Herr Keckli, schön, dass du wieder dabei bist. Und falls du neu dabei sein solltest, freut es mich, dass du hierher gefunden hast. Hoffentlich gefällt dir diese Folge. So, in der letzten Folge haben wir da das eine Ding da freigeschaltet. Jetzt wollten wir eigentlich zurück, weil wir haben ja oben noch das, das Kranareal. Nur die Frage ist, oh, mir juckt das Ohr, warte mal kurz. Oh, Junge, juck. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt am besten da hin? Warte mal, konnte ich nicht hier irgendwie runter? Ja, ne? So, dann gehe ich mal hier. Zack. Und dann dementsprechend da wieder hoch. Genau, dann können wir das nämlich da machen. Was das uns gebracht hat in der letzten Folge mit dem Knopf da auch. I don't know. Aber soweit haben wir ja jetzt alles hier abgeschlossen. Zumindest in diesem Areal. Und haben dann jetzt dementsprechend noch das mit dem Kran offen. Ja, nicht zu weit. Nicht, dass ich hier noch runterbasel. Und wir nähern uns so langsam, ne? Wir haben ja jetzt das letzte Kapitel hier. Südsee hatten wir ja abgeschlossen. Sind jetzt in London. Ja. Im ersten Level. Und sind dann halt auch bald durch. Also was heißt bald, ne? Je nachdem, wie lange das noch geht. Wie gut ich mich anstelle. Oder wie doof auch. Kann es natürlich noch ein paar Folgen gehen. Und dann gibt es ja dementsprechend dann auch noch die Bonusfolgen. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf. Aber jetzt sind wir erstmal hier. So, warte mal. Wie kam ich denn jetzt nochmal da drauf? Warte mal. Konnte ich nicht von hier? Warte mal. Ja. Konnte ich nicht? Warte mal. Nee, so ging das nicht. Oder einfach da rüberspringen. Ne, wie kam ich denn jetzt am besten nochmal da drauf, sage mal. Ach ja, warte mal, das war ja so, ne? Nein. Oh, Mist. Ich hätte speichern sollen, verdammte Axt. Ich hätte speichern sollen. Oh, nein. Ja, dann zum Thema, wie schlau stelle ich mich an und so weiter und so fort. Hat ja direkt wieder super funktioniert. Ich muss mir angewöhnen, jetzt wirklich jedes Mal zu speichern, wenn ich irgendwas versuche. Sonst haben wir das ja auch immer gemacht, dass wir gespeichert haben, aber irgendwie in letzter Zeit, auch in den letzten Folgen, ne, ist immer so und ja, das nimmt natürlich dann auch wieder so ein bisschen Zeit weg. Klar, natürlich, wir haben keinen Stress, aber es ist nervig. So, da hätte ich vielleicht auch nochmal, ich speichere jetzt schon mal, ne? Und da haben wir den 500. Speicherstand. Ich glaube, im letzten Spiel hatten wir über 1000, ne? Ja gut, da war ja auch noch mit dem Bonus. Aber da hatten wir auf jeden Fall einige mehr. Da merkt man auch direkt immer, dass man halt so oft gar nicht speichert. So, wenn ich jetzt da oben bin, dann speichere ich auch nochmal. So, ich trinke mal eben einen Schluck. Momentchen. Ah, so. Einmal da hoch. Und dann dementsprechend hier speichern. Gut. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Die ist immer so schnell unterwegs, ne? Unglaublich. So, nee. Na, das macht keinen Sinn. Nee. Am besten von hier irgendwie springen, ne? So. Zack. Hä, ging das nicht so? Hä? Nee. Wie kam ich denn da drauf? Oder ich mache einfach den hier. Gut. Dann haben wir jetzt einfach den gemacht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Knarre? Welche haben wir? Die haben wir. 250 Schuss ist ja auch nicht mehr so viel. Ne, da müssen wir mal ein bisschen sparen. Ja gut, zur Not nehmen wir dann halt wieder die normalen Knarren, aber es muss ja auch nicht sein. So. Einmal da drauf und einmal da drauf. Ah ne, doch nicht da drauf. Hier drauf, genau. Und da haben wir jetzt den Kran. Gut. Hier könnten wir auch drauf. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal.
Wir könnten auf den Kran draufspringen, wir könnten es aber auch sein lassen. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir hier jetzt runter? Müssen wir überhaupt runter? Hier macht es, glaube ich, gar keinen Sinn, da kommen wir nirgendwo hin. Hier weiß ich gar nicht. Nee. Macht auch keinen Sinn. Ich glaube, wir sind jetzt gerade hier gefangen, ne? Kann das sein? Ja, obwohl, warte. Nein! Oh. Huch! Okay, da sollen wir auf jeden Fall nicht runter. Gut. Dann gehe ich mal einfach hier den Kran entlang, ne? Ich meine, wir hätten jetzt, glaube ich, auch da hinten hinspringen können. Dahin und dann hier drauf. Die Frage wäre natürlich, welchen Sinn macht dies alles hier? So, jetzt sind wir hier. Ganz langsam bitte. So, springen. Ja, da können wir runtergehen. Ich speichere mal. So. Machen wir den hier, ne? Ich wollte gerade sagen, das schaffen wir auch so. So. Und hier ist Stacheldraht. Ja, vielleicht dementsprechend dann dahin. Ich hoffe nicht zu weit. So. Okay, und dann können wir ja einfach so da... Warte mal, ich speichere nochmal. Wir können ja dann eigentlich theoretisch einfach so da durchgehen, ne? Ja. Okay, da in der Ecke liegt nichts mehr, da liegt auch nichts mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Ich nehme mir eine Fackel. Ich bin mal so frei. Secret? Oh, was war das denn? Hier, Ratten. Ratten. Ah, das ist ein Secret hier. Okay. Ich dachte, hier geht's weiter. Also ich war jetzt der festen Überzeugung, dass es hier weitergeht. Ah. Stehe ich wirklich jetzt schon wieder auf dem Schlauch? So, warte mal. Ja, theoretisch könnte ich ja... Weiß nicht, ob das Sinn macht, hier dran zu springen. Ja, ein bisschen Schaden kriegen wir, macht aber nichts. Okay. Ja. Das hat uns jetzt erstmal nicht weitergebracht. Gut, macht ja nichts. So, einmal hier. Ein bisschen Schaden kriegen wir wieder, wissen wir. Aber dann kommen wir hier dementsprechend wieder hoch. Dann wäre ja jetzt die Frage... Dahin ist auch noch Stacheldraht. Kann man da irgendwie hin? Weil sonst nur für ein Secret, weiß ich nicht. Wir haben ja da in dem anderen Areal, haben wir ja alles erforscht, ne? Außer jetzt die Schrotpatronen, die wir da jetzt nicht mitgenommen hatten. Weil es dementsprechend einfach zu doof ist. So. Speichern. Ich überschreibe jetzt einfach mal hier so, zack. So. Kommen wir denn dementsprechend wieder hier hoch? Kommen wir. Da ist auch noch was. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich will es mal ausprobieren. Warte mal, ich speichere mal. Wir können da auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob sie dann jetzt... ne? Ha. Okay. Wie mache ich das am besten? Eigentlich. Ja, wie mache ich das am besten, ne? So nicht. So nicht. Komme ich da denn irgendwie... warte mal. Können wir... Lass mich mal kurz ausprobieren. Uns hier an dem Kran festhalten? Nein, können wir nicht.
Und da weiter geht's auch nicht, ne? Weil ich hätte gerne vielleicht so gemacht. Nee. Okay, jetzt ist er da unten. Da hat sich irgendwie rückwärts, ne? Aber ich weiß halt nicht. Ja, da springt sie dann halt wieder so. Das macht auch keinen Sinn. Ach, warte mal. Ah, warte mal. Das sehe ich ja jetzt erst gerade. Okay, ich muss noch mal ein bisschen weiter, ne? Vielleicht können wir von da und dann dementsprechend da dran springen. Ah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ist das wirklich pixelgenau jetzt oder ist das einfach nur eine Finte? Boah, nee, da komme ich gar nicht dran, ey. Das muss wirklich pixelgenau sein. Mist, das war zu spät. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt vom Kran da irgendwie drankommen würden. Vielleicht könnte ich da irgendwie dran springen, würde aber auch wenig Sinn machen. Ich probiere es jetzt nochmal. Zack. Nee, das ist, glaube ich, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich, glaube ich, so nicht. Aber anders kommen wir da auch nicht dran, ne? Anders könnten wir da gar nicht drankommen. Boah, nee, das ist so eine knappe Kiste. Und wir waren ja schon wirklich haargenau. Wir waren ja wirklich schon haargenau. Okay, das funktioniert natürlich nicht. Vielleicht probier es nochmal auf dem Kran selber. Sage mal. Junge. So, jetzt aber. Hier könnte ich mich festhalten. Da könnte ich mich festhalten. Bla, bla, bla. Hier geht es ja sowieso nicht weiter. Da würde ich runterfallen. Da kann man aufstehen. Ja. Da kann man aber sich auch nirgends so festhalten. Nee, das ist, glaube ich, nicht da. Wir kommen ja sowieso erstmal hier nicht mehr weg. Huch! Hallo, Smart Monitor? Smart Monitor will turn off automatically. Als Maul. Wäre gerade noch in der Benutzung. Warum könnte man sich da festhalten oder dran springen? Das wäre so die Frage. Ne, wie gesagt, ich könnte den machen. Ja, ja. Würde mir aber nichts bringen. Das würde mir nichts bringen. Nee. Das bringt mir leider alles nichts hier. Das bringt mir leider alles nichts. Vielleicht muss ich doch wirklich da auf die Plattform springen. Ich will es ja versuchen. Oh. Ist es wirklich der Weg to go? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know what I don't know. No. Aber das ist zu knapp. Das ist zu knapp bemessen. Ich komme da nicht dran. Aber jetzt hier irgendwie weiter. Ich schaue nochmal. Irgendwas übersehe ich. Das würde keinen Sinn machen. Ich komme ja auch wirklich nicht mehr weg, ne? Nee. Ich könnte zwar hier. Würde mir aber auch nichts bringen. Nee, nee. Das würde mich bringen. Ich muss irgendwie über die Kisten rüber. Da komme ich aber auch nicht dran. Was ich versuchen könnte, ich weiß nicht, ob der Sprung zu weit ist. Von hier da hinten. Ich speichere mal hier jetzt mal, ne? Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert. Dann wären wir hier. Ja, warte mal. Vielleicht, ich weiß halt nicht. Das ist natürlich alles jetzt hier so ein bisschen problembehaftet. Von da dahin. Dafür bräuchten wir aber
Nein. Volle Gesundheit. So. Weil ich könnte versuchen, da dran zu springen. Wir würden Schaden bekommen, aber ich hoffe mal nicht so viel. Ja, das ist auf jeden Fall schon zu weit. Da kann sie sich da nicht mehr dran festhalten. Naja, okay, das hat auch nicht funktioniert. Ich probiere gerade ein bisschen aus, ne? Sorry. Probiere gerade so ein bisschen aus. Das hat schon mal funktioniert. So, dann wären wir hier. Jetzt ist natürlich die Frage. Die Frage wäre jetzt. Ja, wenn ich da reinspringe, also wir können versuchen, das wird sowieso nichts bringen. Ne, weil er muss sich ja auf der anderen Seite, muss sie sich ja festhalten. Vielleicht könnte man so springen, dass sie sich an den Sachen festhält. Ja, da war der Winkel noch ein bisschen blöde. Ich probiere es mal von hier. Ne, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Dass sie sich festhält. Hat sie sich denn jetzt dann schon umgedreht? Warte mal. Mach mal den. Ach, guck mal. Ja, das. Nein. Nein, nein. So wollte ich das gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, dass sie dann darauf. Ich Alt drücke dementsprechend. Weil auch wenn ich jetzt hier reinspringen würde. Ja, das ist halt zu tief. Deswegen ist die Theorie. Woanders kann ich mich auch nicht festhalten. Ist die Theorie. Ja, das war zu weit weg wieder. Ja, nee, ich will ja, dass sie sich festhält, weißt du, und dann dementsprechend sich hochzieht und dann die Alt drücken. Das wäre so die Theorie. Nein, so funktioniert es nicht. Brauchen noch den richtigen Winkel. So. Ich hoffe, das funktioniert, ne? Das ist zu weit. Das ist zu weit. Ich muss das so ein bisschen mit Bande machen, tatsächlich. Nein. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich möchte nichts unversucht lassen. Na, da war sie schon wieder. Ach Mist, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Frage wäre natürlich. Das würde sie ja wahrscheinlich nicht schaffen von der. Ich nehme ein großes Medipack. Das würde sie wahrscheinlich nicht schaffen vom Fallen her. Ne? Dass wir sagen, okay, pass auf, wir scheißen mal was drauf. Aber dementsprechend ist da natürlich Stacheldraht. Also ist die das schon mal weg. Aber ist sie denn vorhin auch auf dem Stacheldraht gestorben? Eigentlich nicht, ne? Ja, es geht aber direkt. Obwohl, ja. Ich weiß nicht. War es gerade ein bisschen tricky hier, ne? Ist gerade echt tricky. Ne. Ne, 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 ne. Oder man macht einfach so. Aber warte mal. Gut, hier können wir aber auch nichts machen, ne? Das bringt uns nichts. Bringt uns, glaube ich, nirgendwo weiter. Nee. Ja, dass man einfach rennt und sich festhält. Das könnte man natürlich machen. So. Ich drücke direkt Alt. Ja, das funktioniert. So, ich speichere. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder Schaden bekommen. Also ist die Theorie dann wirklich in der Praxis umgesetzt. Nee, doch kein Schaden. Okay. Soweit, so gut, soweit, so gut. Ja, ich hätte es vorher mal machen sollen, ne? Einfach gehen und dann. So, jetzt können wir, glaube ich, springen. Nein, es war zu hoch noch. Aber wir haben es, wir haben es, wir haben den Weg. So, warte mal, ich mache einfach mal den hier. La 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 la. Na, na. So, ich speichere direkt mal.
Weil ich glaube, noch weiter runter geht sie. Doch, sie geht noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt aber. Ah, wir haben es geschafft. Oh. Den kriegen wir nicht, oder was? Was denn? Hallo? Okay. Hat er was fallen lassen? Ja, ne? Jetzt haben wir, jetzt kriegen wir ihn. Alles klar, dann sind wir am Folgenende, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir uns das mal an. Bis dahin, ciao mit V, tschüss mit Ö, ich bin raus, euer Klaus, ciao mit V, tschüss.